Hallo und herzlich willkommen zurück zur Cube Escape Collection. Das letzte Mal haben wir der Mill noch abgeschlossen. Und jetzt geht's gleich weiter mit Earth Day. Bin gespannt, was auf uns wartet. Schauen wir mal rein. Rusty Lake präsentiert Cube Escape Earth Day. Rusty Lake. 1972. Das ist die Szene. Feel different. Bekannt. I cannot feel my body anymore. I see my memories captured in little cubes. Das kommt mir sehr bekannt vor. Können wir da was machen? Ne, halt, ich will die Würfel fangen. Okay, wir haben 1939. Mein Geburtstag. Rusty Lake Theater, das haben wir noch vor uns. Hier ist eine Glocke. So ein ganz alter Lichtschalter. Komm. Können wir da drehen? Ne, wir brauchen wahrscheinlich eine Schallplatte, um ein bisschen Musik zu machen. Oh. Das ist falsch. Wo kommt denn das hin? Geht's nur in die Richtung? Oder? Oh Mist, ich vergesse immer, dass ich nicht Escape drücken sollte. Was auch immer das bedeutet. Ah, hier müssen wir sortieren, oder? Hier mit fängt's an. Hiermit geht's weiter, dann sind wir. Ne, hier. Das ist ja schon. Eigentlich schon richtig, oder? Aha, dann schauen wir mal. Hey, old man! Gin. Bist du ein Gin? Da brauchen wir bestimmt noch was. Blume, das Telefon. Hallo? Nix Telefon. Aha, da muss irgendwas rein. Oppes. Drink. Hier, Gin. Gin dir. Eis. Hallo. Dinge. Wenn wir die Kerzen anzünden. Was denn? Müssen wir irgendwas anstecken? Wow, ich bin super verwirrt von allem, um ehrlich zu sein. Huch! Hey, müssen die alle in die richtige Reihenfolge? Oder? Hier ist. Hier haben wir eine Zahl auf jeden Fall. Was die auch immer bedeuten mag. Ich bin nicht sicher. Ich greife mal mein treuen Helfer-Handy. Annie. Check the mail, darling. Schau mal nach der Post. Son, I would like some cake. Du willst ein Stück Torte, okay. Hier ist der Luftballon, hier ist zu. Eis haben wir keins. Im Ofen ist nix. Hier sind Matches. Können wir damit? Ich habe doch heute Birthday. Nach der Post geschaut. Hier. Dale
Vandermeer. Dear Dale, congratulations. Oh, ich kann es auch auf Deutsch vorlesen, ne? Lieber Dale, alles Gute zu deinem 9. Geburtstag. Dieser Tag wird der schlimmste deines Lebens werden. Oh ja. Aber die Vergangenheit ist nicht tot. Betrachte deine Gegenwart. Sie könnte deinen Tag verändern. Mit freundlichem Gruß, Mr. O. Briefmarke. Happy birthday, dear. Danke. Happy birthday, dear. Happy birthday, dear. Happy birthday, dear. Sorry. Schraubendreher. Tut mir leid. Nicht hauen, bitte. Danke. Ah, okay. Wir müssen dafür sorgen, dass alle Kerzen brennen. Ja, okay, wenn du mir gesagt hättest, dass ich nur eine bestimmte Anzahl an Schnitten habe, dann... Hä? Aber... Warum brennen jetzt die drei? Irgendeine logische Schlussfolgerung dazu? Schneide die Torte an. Was ist denn logisch? Warum brennt jetzt nur die? Muss jedes Stück... Ah, warte mal. Das teste ich jetzt. Jedes Stück, das auf jede Kerze, die auf einem Stück ist, brennt. Plausibilität, ja, läuft. Okay, das habe ich verstanden. Wir haben aber nur 4 Schnitte. Ja, der ist zu viel. So, jetzt fehlen uns 2 und wir haben keinen Schnitt mehr. Bluttorte für Vater. Who puts a needle in a birthday cake? How's your grandfather doing? Who puts a needle in a birthday cake? Ich vielleicht? Können wir...
Nice. Music. Jetzt will er Musik. Hm. Katze. Katze. Oh. Was können wir denn mit... Was können wir denn mit der Nadel machen? Stimmt ja nicht, da oben muss ich jetzt die Gleichung 3 mal 4. So. Jetzt haben wir eine 2. Hier ist eine 6. Das können machen. Okay. Schneid's einfach weg. Aber was? Wie ist das zu verstehen? Wie ist das denn zu verstehen? Das ist ja da nicht richtig. Ja, das habe ich vorhin nicht überrissen, scheinbar. Okay, dann brauchen wir jetzt nur noch die 6, denke ich. Ja, genau. Und was machen wir denn hier raus? Bin nicht ganz sicher. Wir kriegen wahrscheinlich dann das dafür, aber wie ist denn das von der Sinnhaftigkeit so? Macht, also wir hatten vorher immer so mit den Farben. So, jetzt geht's von Gelb auf die blauen Streifen, über hier ist was Rotes. Von dem Roten geht's auf die über. Jetzt bräuchten wir eigentlich was Grünes, ne? Was Grünes hier? Grün, Rot, geht auf Rot über. Blau auf Gelb. Also ich denke mal, das ist schon richtig, aber wie ist jetzt denn... Also wie... Jetzt muss ich überlegen. So, gelbe Flagge geht von Gelb auf Blau über. Haben wir noch eine andere Möglichkeit, was zu machen? Briefmarke aufkleben. Eins, zwei, vier, klar. Oh je. Hey. Das habe ich. Noch.
brauche noch eine Schallplatte. Ich verstehe es nicht. So, wir schauen uns das jetzt mal genau an. Gibt es da ein System hinter? Was ist das System hier hinter? Das System ist... Ach so. Okay. Okay, okay. Nein, nein, nein. Oh Gott. Oh nee, das habe ich verkackt. Nein, was tue ich denn? Hat nicht reagiert. Gerade noch. Ja, jetzt habe ich's. Mann, das ist doch Kaka. Kaka ist das. Ja, okay, da musst du halt natürlich auch erstmal drauf kommen, ne, dass du hier irgendwie Tetris spielen sollst. Oh, was? Oh nein, was tue ich? Klick immer rum wie so ein komplett Panischer. In der Panische. Coming soon. Huh? The Lake Suit. Sweet. Nicht Suit. Sweet. Hoppes. Nice dance, Hoppes. Okay, wir müssen die positionieren, oder? Das macht ja nur hier Sinn. Was bedeuten die Zahlen? Happy birthday, dear. Danke. Er sagt nichts mehr. So, das müssen wir noch hinkriegen, rauskriegen. Kann ich die einfach wegschneiden? Das muss ja hier sein, das kann ja nicht anders sein. Und das müsste ja eigentlich hier sein. Und wir hier durchdrehen. Hilft ja nichts. Was ist denn hier die Lösung? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Happy birthday, dear. So. Katze. Hier ist Kaugummi für dich. Das Telefon reparieren? Nein. Kaugummi in die Uhr? Nein.
Die Vase mit Kaugummi bekleben? Nein. Hoppes hat auch nix. Kabel. Haben wir da auch noch irgendwas? Oh Gott, da ist der Ofen an, einfach die ganze Zeit hier. Hoch können wir hier gar nicht, ne? Hier ist auch nichts mehr drin. Türspüren zu kleben. Geschlossen. Also die einzige Möglichkeit, jetzt weiterzukommen. Give it to your mother. 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 Was denn genau? Happy birthday, dear. Happy birthday, dear. Das Spiel irritiert mich.